Matthäus 28, schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, Vers 19 bis 20, geht und hin und macht alle Nationen zu Jünger. Das kommt ja noch, dass die Nationen sogar zu Jünger gemacht werden, ihr Lieben. Das Beste kommt ja noch. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was sollen sie denn lehren? Konzepte, Theorien? Nein, sie sollen sie lehren, alles zu bewahren. Was sollen sie bewahren? Das, was Jesus den ersten Jüngern gegeben hat, angeboten. Das sollen sie bewahren. Und Bewahrung bedeutet beobachten, vom Gesetz halten, beachten, beobachten, erfüllen, tun, auf etwas achten. So unterm Strich geht es um das, was unser Jünger tut. Um das geht es, nicht was er weiß, was er tut. Da ist eine starke Betonung auf das praktische Leben. Denkt an die sieben Gemeinden, die Jesus inspiziert, ja, in Offenbarung. Er sagt zu keiner Gemeinde, ich kenne deine Lieder, ich kenne deine Gebete, ich kenne deine Predigten, ja, deine schönen Versammlungen, ja, sondern ich kenne deine Werke. Er schaut auf das, was praktisch nachher am Schluss wirklich gelebt wird. Um das geht es. Darum geht es ihm und deswegen muss es uns auch darum gehen. Ich hatte das Vorrecht, durch ganz kunstvolle Arrangements des Herrn an einer evangelikalen theologischen Ausbildungsstätte zu lehren. Und dann habe ich mich mit den Studenten in der Pause so unterhalten und so und habe so mal so Einblick haben wollen, in was die denn so lernen und was da so die Themen sind. Und dann war ich völlig schockiert festzustellen, die haben 3 Jahre theologische Ausbildung und es gibt nicht eine Vorlesung, es gibt nicht ein Seminar, es gibt nicht einmal ein einziges Teaching zu dem Thema, wie lernt man Gott kennen und wie lernt man Gott zu lieben. 3 Jahre werden die damit Theorien vollgestopft, die ihnen nichts nützen, die ihren Charakter nicht verändern und die nachher dann, wenn sie auf die Gemeinden losgelassen werden, den Gemeinden auch nichts nützen. 3 Jahre lang. Und keine einzige Betonung, wie suchst du Gott, wie lernst du ihn kennen, wie kannst du wirklich geprägt werden von der Gegenwart Gottes. Nichts davon. Das ist wirklich traurig. Und das geht so an dem vorbei, worum es Jesus geht. Und wenn geistliche Leiter das nicht haben, was können sie weitergeben? So, es geht darum, die Dinge, die Jesus den Jüngern gegeben hat und geboten hat, befohlen hat, die sollen sie auch an die nächste Generation weitergeben und sollen darauf achten, dass sie diese Dinge tun. Also das große entscheidende Merkmal eines Jüngers ist die Haltung der Belehrbarkeit. Das ist das große, der große entscheidende Punkt. Jesaja 50, Vers 4, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und das bedeutet, als Schlussfolgerung aus diesem Vers, Jünger hören anders als Konsumenten. Konsumenten können Predigten hören und sagen, ja, an der Stelle hat er sich versprochen, an der Stelle hätte er eigentlich noch das Beispiel ein bisschen besser erklären sollen, an der Stelle hätte er besser dieses griechische Wort noch erklären sollen und dann kommen sie auch eifrig dann meistens hinterher und machen dann all diese Vorschläge und ich sage, ist das alles, was du heute verstanden hast? Ist das alles, was dich bewegt hat? Ist es das, ja, was dich umtreibt? Ja? Dann verstehen die meine Frage gar nicht, ja, weil ich soll doch auf ihre Frage eingehen. Ja? Ich liebe so etwas nicht. Ich bin offen und ich will Feedback haben, aber wenn jemand nach einer Botschaft nichts anderes weiß, als den Prediger zu korrigieren und zu verbessern und irgendwas, was drückt das aus? Ja, das ist,
Ja, wie früher als Kind habe ich, weiß auch nicht warum, ich bin gar nicht sportinteressiert, aber irgendwie habe ich Eiskunstlaufen angeschaut. Und da sitzt ja so eine Jury, oder jedenfalls früher war das so, und wenn dann die Vorstellung, oder wie soll man sagen, das Ding zu Ende war, dann haben die mit wichtiger Miene Karten hochgehoben mit Nummern und haben dann die Performance bewertet. Und so sitzen viele Leute in der Verkündigung und bewerten dann die Predigt. Aber die Predigt soll dich bewerten. Nicht du bewertest den Prediger. Die Prediger soll dich, die Predigt bewertet dich. Und wir hören wie Jünger, okay, was soll ich jetzt anders machen? Was soll ich jetzt tun? Ja, was redet Gott zu mir? Und ich habe es viele, viele Male ausprobiert. Menschen kommen nach der Predigt und sagen, wow, Volltreffer, heute hat Gott mich voll erwischt und hat hier ganz genau etwas angesprochen in meinem Leben. Gott hat gesprochen, super, vielen, vielen Dank. Und ich sage eine Frage, hast du vorher gebetet, Gott, jetzt gehe ich in Gottesdienst, jetzt gehe ich ins Seminar, rede zu mir. Ja, na klar habe ich das gebetet. Frag das mal die anderen, die kommen mit ihrem Griechisch und mit diesem Dings. Die hören nicht, wie Jünger hören. Die hören einfach wie Wissensvermittlung und vergleichen, weiß der Prediger schon so viel wie ich. Das ist ihr Interesse. Ja. Das ist ein Ausdruck von Stolz. Das ist ein Ausdruck von, mir geht es nur um Wissen und durch Wissen zu glänzen und überlegen zu sein. Das ist ganz weit weg von Jüngerschaft. Ja. Sondern in der neutestamentlichen Gemeinde, die ja nur aus Jüngern bestand, das ist der Unterschied zu einer heutigen pfingstlich-charismatischen Gemeinde. Da hast du vielleicht, wenn es gut geht, in einer Gemeinde von 100 Leuten, vielleicht hast du da 3, 4 Jünger, die irgendwo sich Jüngerschaft hergeholt haben. Aber das Gros weiß davon nichts und lebt das auch nicht. Ja? Aber eine neutestamentliche Gemeinde bestand nur aus Jüngern. Eine ganz andere Situation. Und das ist ein mühsamer Prozess, eine Gemeinde, die schon 20, 30 oder mehr Jahre besteht, dann hineinzuführen in diese neutestamentliche Gesinnung und Mentalität und Arbeitsweise von Jüngerschaft. Wer das unternimmt, wird feststellen, dass es wahrscheinlich mindestens die Hälfte auschecken wird und sagen, nee, wir hatten so eine schöne Gemeinde und jetzt kommst du mit diesem neuen Konzept und jetzt auf einmal verlangst du Dinge, die nie verlangt worden sind. Nee, so bin ich hier nicht angetreten, so bin ich nicht Mitglied geworden dieser Gemeinde. Und ich sage den Pastoren, lass sie gehen, segne sie. Lieber du behältst ein Drittel oder weniger, mit denen du dann arbeiten kannst. Ich habe mit einer Gemeinde gearbeitet, war damals noch eine Baptistengemeinde, ziemlich klein. Und ich habe sie gewarnt. Ich habe vorher lange Zeit mit den Ältesten gesessen und ihnen erklärt, wie neutestamentliche Gemeinde funktioniert und vor allen Dingen, was das kostet. Und sie haben gesagt, doch, wir wollen das. Gut, dann fangen wir an. Ich habe gesagt, rechnet damit, dass eure Gemeinde dramatisch schrumpft. Und dann in einem Jahr ist die Hälfte der Leute gegangen. In einem Jahr. Und das für eine kleine Gemeinde ist herb. Das ist wirklich bitter. Aber nachdem die weg waren, hat sich die Atmosphäre verändert und innerhalb des nächsten Jahres kam genau die gleiche Anzahl wieder zurück von hungrigen, jungen Leuten, die gesagt haben, wir wollen das, wir wollen das Ganze. Und die Atmosphäre hat sich von einer behäbigen, gemütlich sitzenden, kritisch lauschenden Gemeinde zu einer Schar von hingegebenen Jesus-Nachfolgern vollkommen transformiert. Halleluja. Und wir dürfen nie Angst haben, auch wenn es im 1:1 Verhältnis ist. Ja, wenn ich jetzt sage, was die Bibel sagt, da geht mir der von der Fahne. Ja, dann geht er halt. Der Herr wird dir Leute geben, die wirklich willig sind und die das Ganze wollen. Wir machen niemals Kompromisse, um Menschen zu halten. Niemals Kompromisse an der Wahrheit. Niemals. Egal, was das ist. Und gerade Leute, die schon über Jahre eine Prägung gehabt haben, 10, 15 Jahre eine Prägung gehabt haben, wenn die dann mit dem wirklichen Evangelium konfrontiert werden, die rebellieren, die stehen Kopf, die wollen das nicht, ja? Weil sie auf einmal merken, das verlangt etwas von ihnen, das kostet etwas. Ja? Aber Jüngerschaft kostet dich etwas, nicht nur etwas, sondern Jüngerschaft gibt auch sehr, sehr viel. Halleluja. Das müssen wir auch betonen, das ist auch wichtig und notwendig. Jesus sagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
Die Wahrheit kann erst dann ihr befreiendes, heilendes, wiederherstellendes Werk tun in der Persönlichkeit, wenn wirklich die Wahrheit als Wahrheit angenommen wird und ihren obersten Platz hat und Richter wird. Das erklären wir dann etwas später und das ist das Kernstück der ganzen Geschichte. Wahrheit macht frei. Wenn Menschen da sitzen und sind gebunden an Pornografie oder an Spielsucht oder auch sei es nur, was heißt nur, Habsucht, die Götzendienst ist, ja, die können wunderbar singen, die können im Chor sein, die können sich engagieren, die können im Vorstand sein, aber sie sind keine Jünger. Und sie sind keine Demonstration der Kraft von Golgatha, weder zu ihrem Nachbarn noch vor der unsichtbaren Welt. Und sie werden überhaupt nicht ernst genommen vom Teufel, weil sie nur ein frommes Theater spielen und sich überhaupt nicht darum kümmern, ihre Süchte in den Griff zu kriegen und frei zu werden. Ein Christ, der über Jahre süchtig ist, ist kein Jünger. Punkt, fertig, aus. Wir hatten es tun in einer Situation, jemand war in der Ältesten, nicht in der Ältesten, in der Leiterschaft, aber wollte Ältester werden. Und er hat uns allen Ernstes erzählt, seine Frau versucht seit 17 Jahren vom Rauchen loszukommen. Seit 17 Jahren versucht sie vom Rauchen loszukommen. Meine Antwort war, ich will die Methode ändern. Wenn in 17 Jahren es nicht geklappt hat, vom Rauchen frei zu werden, ich würde dringend die Methode ändern. Und ich würde mal eine biblische probieren. Süchte sind ein eindeutiges Zeichen, dass jemand nicht in der Ordnung Gottes lebt. Und mir ist das völlig egal, ob das zwanghafte Selbstbefriedigung ist oder ob das Rauchen oder Drogen ist oder Pornografie oder irgendetwas. Süchte sind ein Merkmal, dass jemand immer noch in Unabhängigkeit und in Eigenwille lebt. Punkt, fertig, aus. Und wenn du tausendmal sagst, damit verurteilst du Menschen, das ist mir sowas von egal. Das ist, was die Bibel sagt. Die Wahrheit macht frei. Wenn die Wahrheit nicht frei machen durfte, ist da Unfreiheit. Und dann nur deswegen, weil die Wahrheit nicht die bestimmende Kraft im Leben dieses Menschen ist. Das alles ist enthalten in diesem einen schönen Vers, Johannes 8, 31, 32. Das wäre einer der ersten Verse, die ich dem Jünger geben würde zum Auswendiglernen. Der lernt Verse auswendig, dein Jünger. Schon gewusst? Ja, sind wir jetzt in der Schule? Genau, in der Schule des Gehorsams, in der Schule Jesu. So lernt diesen Vers auswendig und nächstes Mal sagst du mir dann auf, ja sag mal, jetzt wird's aber wirklich auf Kinderniveau. Genau, da unten fangen wir an, wir fangen ganz unten an. Und wenn du hübsch deine Verse lehrst, dann gehen wir zu schwierigen Dingen weiter. Aber wenn du da nicht mitmachst, ja, dann war's das. Ja? Hallo, lass uns beherzt sie herausfordern. Es ist keine Tortur, es ist nichts Dramatisches zu erwarten, ein paar Bibelverse auswendig zu lernen. Ja? In anderen Berufen wird ganz anderes verlangt. Ja? Schauen wir mal ganz praktisch, wie das in der Gemeinde damals ablief. Titus Kapitel 2. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung, dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklaven, Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Älteren Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Und jetzt kommt es. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Ja, das muss man doch einer Mutter nicht beibringen, ihre Kinder zu lieben. Doch, das muss man. Und wenn man ihr das nicht beibringt, ist sie in großer Gefahr, ihre Kinder mit einer seelischen Liebe zu verhätscheln und zu verzetteln und wird nicht das hervorbringen, was die Bibel sagt, wie Kinder sein sollen. Ja, die Liebe Gottes sieht anders aus als unsere Vorstellung von Liebe. Und den jungen Frauen muss man doch nicht beibringen, ihre Männer zu lieben. Sie sind Hals über Kopf verliebt, sie sind frisch verheiratet, dem muss man doch nichts beibringen. Doch, denen muss man etwas beibringen. Und auch wenn es hier nicht steht, ich glaube, genauso muss man die jungen Männer beiseite nehmen und muss denen beibringen, wie sie ihre Frauen zu lieben haben. Weil die Liebe Gottes eben ganz anders aussieht, als wie man sich das in der Welt so vorstellt. Da ist das alles Gefühl und Romantik und hat wenig mit Verantwortung und wenig mit Entscheidung und wenig mit Hingabe und Treue und Selbstaufgabe und diesen Dingen zu tun. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der nicht gläubig war und habe ihm erzählt über Gottes Gedanken, über Ehe und dass das ein lebenslanger Bund ist und seine Augen wurden immer größer. Und du meinst das alles ernst?
Ich sage, ja, na klar. Ja, aber sagt er, jetzt stell dir mal vor, da bist du jetzt 10 Jahre verheiratet und eines Morgens wachst du auf und du stellst fest, du liebst jetzt deine Frau nicht mehr. Was dann? Dann bist du im Gefängnis, du hast dich festgelegt, lebenslang. Und jetzt hast du den Salat. Und er dachte, das ist ein ganz cleveres Argument, ja, aus seiner Sicht. Ja, wenn man dieses Verständnis von Liebe hat, ist das auch sehr clever, ja. Ich habe gesagt, du, ich bin schon manche Male aufgewacht, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre ich da schon verheiratet war, ich bin schon manche Male aufgewacht und hatte das Gefühl, ich liebe meine Frau nicht mehr. Und dann kommt die Bibel und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Dann fange ich wieder an, sie zu lieben. Da ist ein völlig verkehrtes Konzept, ja. Im Neuen Testament, Liebe ist eine Entscheidung, ist eine Tat. Und dann kommt Gott und schenkt Gnade und die Gefühle kommen obendrauf. Aber es geht immer um Entscheidung, es geht immer um Hingabe und Opferbereitschaft und um solche Dinge. Aber die Welt kann sowas nicht verstehen. Sie ist von Hollywood vollkommen verseucht. Und wir müssen verstehen, unser Jünger, der jetzt gerade da sich frisch bekehrt hat, ist auch vollkommen von Hollywood verseucht, hat vollkommen verkehrte Vorstellungen über Ehe, über Liebe, über Beziehungen, über Sexualität, ist völlig durch den Wind. Und nur weil er in unsere Versammlung kommt, wird der nicht auf Spur kommen. Der muss wirklich eingetaktet werden und er muss wirklich klare Anweisungen bekommen. Und die bekommt er durch das Wort Gottes.